Warum hat Lady Cassandra ihn in Ketten legen lassen? Ich dachte, Sucherinnen wissen alles. Das ist kompliziert. Wir hatten nach der Explosion beim Konklave alle Angst. Das ist überhaupt nicht kompliziert. Andraste selbst hat ihn gesehen. Ich glaube, Sucherin Cassandra würde gerne mit euch reden. Ich glaube, Sucherin Cassandra würde gerne mit euch reden. Keine Bestellungen im Moment. Und wenn euch das nicht passt, beschwert euch bei Cassandra. Kanzler Roderick sagt, dass die Kirche nichts mit uns zu tun haben will. Das hat Kanzler Roderick nicht zu entscheiden, Schwester. Verstand verloren? Wer sollte umgehend nach Val Royeaux gebracht werden, damit die neue Göttliche über ihn richtet? Wer sie auch sein mag. Ich glaube nicht, dass er schuldig ist. Der Gefangene hat versagt, Sucherin. Die Bresche ist doch immer am Himmel. Fesselt ihn! Ich will, dass ihm in der Hauptstadt der Prozess gemacht wird. Hört nicht auf ihn und lasst uns allein. Ihr spielt ein gefährliches Spiel, Sucherin. Die Bresche ist zwar stabil, aber sie bleibt eine Bedrohung. Das werde ich nicht ignorieren. Ich habe getan, was ich konnte, um die Bresche zu schließen. Und es hätte mich beinahe umgebracht. Und doch lebt ihr noch. Ein äußerst angenehmer Ausgang, soweit es euch betrifft. Passt auf, Kanzler. Die Bresche ist nicht die einzige Bedrohung, der wir uns stellen müssen. Irgendjemand war für die Explosion beim Konklave verantwortlich. Jemand, mit dem ihre Heiligkeit nicht gerechnet hatte. Vielleicht starb dieser jemand mit den anderen. Oder er hat Verbündete, die noch am Leben sind. Ihr verdächtigt mich? Euch und viele andere. Jedoch nicht den Gefangenen. Ich habe die Stimmen im Tempel gehört. Die Göttliche hat ihn um Hilfe gebeten. Sein Überleben, dieses Ding auf seiner Hand, das alles ist also nur ein Zufall? Es ist Vorsehung. Der Erbauer hat ihn in unserer dunkelsten Stunde zu uns gesandt. Euch ist klar, dass ich ein Magier bin, oder? Das habe ich nicht vergessen. Ungeachtet dessen, was ihr seid oder woran ihr glaubt, so seid ihr doch genau das, was wir im Augenblick der Not brauchen. Die Bresche ist noch immer offen und euer Mal bleibt unsere einzige Hoffnung, sie zu schließen. Diese Entscheidung liegt nicht bei euch. Ihr wisst, was das hier ist, Kanzler. Ein Erlass der Göttlichen, der uns die Autorität verleiht, etwas zu unternehmen.
Hiermit erkläre ich die Inquisition für wieder eingesetzt. Wir werden die Bresche schließen, die dafür Verantwortlichen finden und die Ordnung wiederherstellen, mit oder ohne eure Zustimmung. Das war der Wille der Göttlichen. Die Inquisition früherer Tage wieder einzusetzen, um jene zu finden, die sich gegen das Chaos stemmen. Aber noch sind wir nicht bereit. Wir haben keinen Anführer, keine Anhänger und jetzt haben wir auch die Unterstützung der Kirche verloren. Aber uns bleibt keine Wahl. Wir müssen jetzt handeln, mit euch an unserer Seite. Wenn ihr tatsächlich die Ordnung wiederherstellen wollt. Das ist der Plan. Helft uns, die Sache in Ordnung zu bringen, ehe es zu spät ist. Wie denkt ihr, werden sie dieses riesige Loch am Himmel schließen? Ich schätze, sie werden sich mit den Templern verbünden. Ich habe schon gesehen, wie sie Magie schwächen können. Was ist mit den aufständischen Magiern? Aufständische Magier haben diese verdammte Bresche vermutlich geschaffen. Alle Zirkelmagier, die zu uns stoßen wollen, müssen mit Cullen oder Cassandra reden. Abtrünnige auch, glaube ich. Oh, ihr seid das. Fran. Quartiermeisterin der Inquisition. Ich tue mein Bestes, um den Laden hier mit dem Nötigsten zu versorgen. Falls ihr etwas findet, das auf meiner Bedarfsliste steht, wäre ich euch dankbar, wenn ihr es mir bringt. Was genau meint ihr mit Bedarfsliste? Ich versorge die Inquisition mit allem, was wir haben. Aber wir sind keine richtige Armee.
Unsere Vorräte sind knapp. Also habe ich eine Bedarfsliste mit Dingen zusammengestellt, die unseren Leuten helfen könnten. Hier, seht sie euch an. Falls ihr Eisen und einen guten Platz zum Holzfällen findet, könnte Harrod unsere Truppen mit besseren Waffen versorgen. Was macht ihr hier? Ich sorge dafür, dass die Soldaten der Inquisition volle Mägen und scharfe Schwerter haben. Beides ist wichtig. Viele Leute halten uns für Helden, die den ganzen Tag durchs Land marschieren, um Dämonen zu bekämpfen. Dummerweise müssen auch Helden Latrinen ausheben. Wie wird man denn Quartiermeisterin der Inquisition? Ich habe in Ferelden unter Turn Loghaine McTeer gedient. Das war der beste vorgesetzte Offizier, den die Welt je gesehen hat. Aber nachdem sich in Denerim alle gegen ihn gewandt hatten, war dort kein Platz mehr für Leute, die dieser Ansicht waren. Also bot Königin Anora der Inquisition meine Dienste an. Das war sehr nett von ihr. Sie wusste, dass ich ihren Vater unterstützt hatte und brachte mich aus der politischen Schusslinie. Eure Loyalität gegenüber dem Mann, unter dem ihr gedient habt, ist bewundernswert, Quartiermeisterin. Danke. Viele Leute scheinen zu denken, sie wüssten, was in Ostergar passiert ist. Aber ich war dort. Turn Loghaine hat seinen König nicht verraten. Hätte er die Verstärkung herangeführt, hätte die dunkle Brut sämtliche Soldaten abgeschlachtet. Er hat getan, was er tun musste, um unser Land zu retten. Und wir haben ihn verraten. Verzeiht mir. Schwester Liliana hat gesagt, ich soll nicht darüber reden. Das hatte ich ganz vergessen. Falls ich Material für einen Spezialauftrag habe, bringe ich das zu euch. Legt es einfach da drüben ab. Einer meiner Jungs holt das Material dann ab oder notiert, was ihr gefunden habt. Lebt wohl. Der Erbauer sei mit euch. Tausend Dank. So, jetzt, wo Cassandra außer Hörweite ist, geht es euch gut? Ich meine, ihr wart der meistgesuchte Verbrecher in ganz Thedas und jetzt kämpft ihr in der Armee der Gläubigen. Die meisten Leute würden dazu mehr als einen Tag brauchen. Ich will gar nicht daran denken, wie viele Tote es auf diesem Berggipfel gab. Ja, viele gute Männer und Frauen haben dort oben ihr Leben gelassen. Wir starren schon seit Tagen auf die Bresche, sehen zu, wie sie Dämonen und weiß der Erbauer, was noch ausspuckt. Es wäre untertrieben zu sagen, das ist schlecht für die Moral. Ich kann immer noch nicht glauben, dass jemand da drin war und überlebt hat. Es war schieres Glück, dass ich entkam. Glück? Oder war es Pech? Ihr solltet fliehen, wenn ihr die Chance dazu habt. Ich habe genug Tragödien verfasst, um zu erkennen, wohin das alles führt. Helden gibt es überall. Das weiß ich. Aber ein Loch im Himmel? Dagegen richten Helden nichts aus. Was wir brauchen, ist ein Wunder.